Ja, hallo, ich bin Guido vom Blaumann und eine Frage war, was macht mich zum Jeans-Experten? Ist relativ einfach, ich habe Textilveredelung studiert, Färberei, Druckerei, bin Ingenieur, Fachhochschule, also ohne Uni und habe dann eben meinen ersten regulären Job angefangen in der Jeansbranche, damals Mustang Jeans und habe da die kompletten Wege kennengelernt. Konfektion über Veredelung. Veredelung ist ja mein Fachgebiet, das ist in der Jeansbranche halt Waschen. Das heißt Stonewash, diese ganzen Geschichten mit Sprühen, chemisch bleichen etc. Und das habe ich weltweit betreut. Das heißt, ich bin wirklich rumgekommen über Jahre. Ich war 12 Jahre bei Mustang, habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem Geschäftspartner. Und seitdem machen wir das Beraten. Das heißt, wir sind in der Industrie unterwegs, arbeiten für große Marken. Ich bin also wirklich schon überall gewesen, China, Indien, Bangladesch, Pakistan. Und dieses immer Reisen, immer weiter weg. Ich habe angefangen in Italien mit der Produktion. Wirklich die Wiege der Jeans außerhalb von USA ist Italien. Die machen alles, die ganze Mode kommt aus Italien. Und habe dann eben über die Jahre eben erlebt, wie es immer weiter wegging. Das heißt, es kam dann die Türkei, es kam Rumänien, es kam Polen, es kamen alle europäischen Länder dran, immer Lohn. Basiert, immer da, wo es günstiger war, wurden die Hosen produziert. Und dann kam Asien und heute sind wir so weit, dass China ein teures Produktionsland ist und jetzt ist die Branche mittlerweile in Bangladesch. Und das war irgendwann dann für mich und meinen Geschäftspartner Christian eigentlich die Initialzündung zu sagen, eigentlich müssten wir doch mal wieder einen Versuch starten, eine Jeans zu produzieren, wie wir es gelernt haben, als wir damals mit dem Studium fertig waren, weil da wurde noch in Deutschland eine Jeans produziert, das hat aber niemand interessiert. Hugo Boss hat in Deutschland produziert, Joker Jeans hat in Deutschland produziert, Mustang Jeans hat in Deutschland am Tag 8000 Hosen produziert, das hat aber niemand interessiert, weil es normal war. Und innerhalb von 15 Jahren, 20 Jahren war alles weg. Es gibt in Deutschland keine Produktion eigentlich mehr. Und da haben wir gesagt, sportlicher Ehrgeiz, wir sind jetzt wirklich in allen Ländern unterwegs, wir kriegen dieses ganze Lohndumping jetzt seit Jahren mit, wir arbeiten für die Industrie, eben als selbstständige Berater. Eigentlich müssten wir aus reinem sportlichen Ehrgeiz versuchen, ob wir nochmal eine Jeans in Deutschland zusammengebastelt bekommen. Und das war eigentlich die Idee zu Blaumann. War eine Schnapsidee, also oder eine Bieridee, eine Thekenidee. Und dann haben wir auch wirklich ein Jahr gebraucht, bis wir die erste Hose vorzeigen konnten. Es war nicht so einfach. Es gibt nämlich keine Kapazitäten mehr in Deutschland. Also es ist wirklich weg. Es gibt keine Nähmaschinen mehr und es gibt keine Leute mehr, die wissen, wie man eine Jeans näht. Und nach einem Jahr haben wir im Prinzip dann die ganzen Verbindungen hergestellt. Das heißt, wir hatten die Firma, die nähen kann. Wir hatten die Firma, die uns den Stoff verkauft. Wir hatten die deutsche Firma, weil wir wollten alles nah machen, wenige Kilometer. Das heißt, wir wollten wirklich das Ding nicht nur in Deutschland konfektionieren, sondern auch mit allen Zutaten eben in Deutschland hergestellt produzieren. Etiketten, Knöpfe, Nieten, Taschenfutter etc. Und da haben wir ein Jahr für gebraucht, haben eben wirklich alles gesourced, was ging. Eben nicht aus Bangladesch, wo wir es auch herbekommen hätten natürlich, über die Kontakte, die wir in der Branche haben. Und nach einem Jahr haben wir die erste Hose vorzeigen können. Es war nicht einfach und dann ist die Sache gewachsen, weil sie es rumgesprochen hat. Und dadurch, eben durch die Expertise eben im Berufsleben, schon Jeans-Experte gewesen, eben wirklich Learning by Doing und durch das Studium am Anfang. Und dann eben der nächste Schritt zu sagen, okay, wir produzieren es in Deutschland, wenn es noch möglich ist. Und da sind wir jetzt eben, wir haben 2013 gestartet, 2014 die erste Hose verkauft und jetzt haben wir 2020 und sind schon relativ gut im Geschäft. Und versuchen immer noch mehr zu machen. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Denim schon in Deutschland gewebt, weben lassen mit einem Kooperationspartner, der sich für uns Webstühle hingestellt hat und jetzt eben Denim webt. Und so geht es immer weiter. Wir wollen halt immer noch einen draufsetzen. Wir machen jetzt Öko-Denim, Gott zertifiziert, das heißt Bio-Baumwolle. Also wir versuchen immer noch einen draufzusetzen, so weit wie möglich. Gut, die nächste Frage, warum machen wir es in Deutschland und warum, wenn es aus Deutschland kommt, warum haben wir japanischen Denim? Also aus Deutschland, der Grund ist, ich habe es in der ersten Frage ja schon angerissen, es liegt einfach daran, wir haben gesagt, wir betreuen jetzt seit 20 Jahren Produktion, Industrieproduktion von namhaften Marken weltweit. Und wir haben gesagt, wir müssten eigentlich wieder eine Hose aus Deutschland herbekommen, weil das war vor 20 Jahren kein Thema. Da wurde es gemacht und es hat eigentlich niemanden interessiert, weil es normal war. Deshalb haben wir gesagt, okay, kurze Wege, nachhaltig, wenig Kilometer, dann müssen wir es in Deutschland wieder hinbekommen. Mal gucken, ob es klappt. Deshalb eben die Komplikation, alles was geht, aus Deutschland besorgen. Taschenfutter, Nieten, Knöpfe, Garne,
was eben geht. Und was nicht geht, das ist das Problem, es wurde niemals in Deutschland Denim gewebt. Das heißt, Denim ist der Stoff, aus dem Jeans gemacht werden. Eine blaue Kette, das ist der Faden, der im Webstuhl hängt, der ist Indigo gefärbt und wird mit einem weißen Schussfaden verwebt. Und das zusammen ergibt den Denim, wenn er fertig gewebt ist. Und das ist in Deutschland nie produziert worden. In Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel konfektioniert. Das heißt, der Stoff wurde aus den USA importiert und wurde dann eben zugeschnitten konfektioniert. Das gab es eben lange und viel in Deutschland. Das war eben einfach nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art und Weise, Geld zu verdienen, weil das war billige Lohnarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Was aber nie funktioniert hat, Deutschland hat keine Historie gehabt für Denim, weil vor dem Zweiten Weltkrieg, Dritte Reich etc. war Jeans ein No-Go, das ging nicht. Niemand in Deutschland hat jemals eine Jeans vor 1945 getragen, das gab es einfach nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war auf einmal der Bedarf da, durch die GIs, die eben als Besatzung in Deutschland waren. Da kamen auf einmal Nylonstrümpfe in Mode, Elvis Presley war auf einmal in Deutschland hip, Rock'n'Roll, Jazz, alles wurde modern in Deutschland, was es eben vorher nicht gab, weil es auch nicht erlaubt war. Und unter anderem eben auch Jeans. Und dann wurden Jeans auch in Deutschland konfektioniert. Was wir aber nie hatten in Deutschland, war die Produktion von Denim, der Stoff, der für Jeans gebraucht wird. Da gab es einfach keine Industrie für. Es gab Webereien, aber nie diese klassische Denim-Weberei, die eben diesen Indigo gefärbten Faden verwebt. Und da haben wir dann eben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon anfangen, eine Hose in Deutschland zu machen und wirklich richtig Geld investieren in die Zutaten, die teuer sind, wenn sie in Deutschland produziert werden, plus die teuren Lohnkosten für die Konfektion in Deutschland, dann nehmen wir auch gleich den besten Stoff, den es gibt. Und der kommt eben nicht aus den USA, unter anderem auch aus den USA, aber USA gibt es eben auch keine Produktion mehr, weil die haben auch aus Lohnkosten eben alles runtergefahren. Und die Produktionsstätten dieser Branche, Jeans, Denim, die gut sind, die High-End sind, die Top-Notch, Classic, super gut sind, sitzen in Japan. Es ist einfach so. Also Japan hat die hochwertigsten, teuersten Denim-Stoffe der Welt. Qualitativ Samurai-Schwerter, also tausendmal gefaltetes Metall und unendlich scharf. Denim ist das Pendant zu Samurai-Schwertern. Also wirklich der Denim aus Japan, auf alten historischen Schiffchenwebstühlen gewebt, mehr geht nicht. Wir kaufen bei Kuroki ein, Okayama, und die verkaufen uns freundlicherweise Stoff, müssten sie nicht, weil wir haben angefangen mit 10 Metern und durch die Kontakte, die wir in der Branche eben hatten, über die 20 Jahre, wo wir es schon machen, haben wir eben auch diese Meter, die paar Metragen kaufen dürfen, weil eigentlich müssen die es wirklich nicht tun. Mittlerweile sind wir ein interessanter Kunde für die, weil wir sind mittlerweile, soweit ich weiß, der größte in Deutschland auf jeden Fall, Abnehmer, aber wir sind sogar in Europa sehr groß für Kuroki. Und Kuroki ist so groß, dass die im Prinzip trotzdem die meiste Meterware immer noch domestic, also in Japan verkaufen. Das heißt, die haben so einen großen Binnenmarkt für Jeans, weil die so eine riesige Jeanskultur haben, dass sie gar nicht so sehr auf Export sind. Und deshalb die Frage, deutsches Produkt mit dem besten Stoff, den man kaufen kann, der kommt nun mal, also das ist auch ohne Frage, das wird in der Branche nicht diskutiert. Guter Denim Salvage mit einem Schiffchenwebstuhl, einem historischen alten Webstuhl gewebt, kommt aus Japan. Und es gibt natürlich auch noch andere Produktionsstätten, Türkei, Italien, Thailand. Es gibt viele Länder, die noch mit alten historischen Webstühlen weben. Aber Formel 1 Wagen, Denim, Salvage ist japanischer Denim. Und deshalb ist das eben bei uns die Komplikation, Deutsch, wo es geht. Kurze Wege, aber wir haben eben den Stoff aus Japan. Das ist ein langer Weg. Das ist eben der Kompromiss, den wir eingegangen sind. So, als neueste Komplikation haben wir jetzt auch schon seit über einem Jahr im Programm. In kleinen, kleinen Mengen. Das Problem ist, wir schaffen halt kein Volumen. Wir haben einen Kooperationspartner, mit dem wir zusammen in Deutschland jetzt auch Denim weben. Und zwar auf alten Schiffchenwebstühlen. Und damit sind wir wirklich die Ersten, die in Deutschland jemals Salvage Denim gewebt haben, weil ich habe es eben schon gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Denim-Kultur in Deutschland und dementsprechend auch keine Schiffchenwebstühle, die eben blaue Indigo-Fäden verwebt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eben sofort, die Industrie war kaputt, wurde alles importiert, also auch der Denim, der konfektioniert wurde in Deutschland. Und wir haben jetzt eben wirklich vor knapp 3 Jahren angefangen mit einem Kooperationspartner, der Firma Maibohm in Hamm-Minkeln, der sich für uns Webstühle beschafft hat, alte historische Webstühle, haben wir jetzt angefangen, eben unseren eigenen Denim zu weben, in Hamm-Minkeln, auf 2 Schiffchenwebstühlen. Und das ist jetzt die nächste
Geschichte on top. Das heißt, das ist wirklich ein Produkt jetzt aus diesem Stoff konfektioniert, ist 100% made in Germany. Jetzt sind wir nicht so arrogant und sagen, weil wir es in Deutschland weben, haben wir auch gleich den super besten Denim aller Zeiten. Kuroki ist ganz klar, wir sind jetzt nicht so gut wie ein japanischer Denim, aber wir machen einen sehr guten Denim, wir haben auch jetzt lang genug geübt, in Deutschland. Wieder andere Lohnkostenstrukturen, andere Probleme, diese Hose ist teurer. Natürlich ist der japanische Denim nochmal eine andere Geschichte, aber wir fahren jetzt da schon zweigleisig, sind aber zu 90% immer noch mit Kuroki Denim unterwegs, versuchen jetzt aber so knapp 10% zu stabilisieren von den Mengen her, dass wir eben immer mehr auch Maibohm Denim einsetzen. Auch mit einem Salvage, in dem Fall ein blau-weißer Salvage, für eben Blaumann ist eben unsere Farbe, ist blau, und Kuroki ist zum größten Teil rot-weißer Salvage. Also da versuchen wir auch mehr Mengen zu machen. Im Moment sind die Serien noch sehr klein, weil die beiden Webstühle halt nicht wirklich viel Meter am Tag schaffen und auch nicht rund um die Uhr arbeiten. Also Maibohm ist eben in erster Linie ein Veredler und kein Weber. Das heißt, die machen das eigentlich als Gefallen für uns, verdienen natürlich Geld damit, wir zahlen ja Geld für die Ware. Das war also die Geschichte mit dem deutschen Denim, der also recht knapp ist, deshalb auch teurer als die normale Ware. Aber wir versuchen das Programm auszubauen und ich habe also meine Hose jetzt seit einem Jahr an, sie geht nicht kaputt, also der Stoff funktioniert. Gut, wir haben also jetzt Blaumann produziert in Deutschland etabliert, wir sind jetzt recht bekannt schon, haben ungefähr 60 Händler in Deutschland und der Schweiz und haben ein kleines Problem, wir haben also jetzt eine Kundenstruktur aufgebaut, die sehr, sehr eingeschränkt ist von den Bedürfnissen her. Das heißt, die wollen immer Raw Denim, die wollen schweren Denim, die wollen ungewaschen, die wollen eine Knopfleiste und die lassen eigentlich auch sonst nicht sehr viel gelten links und rechts davon. Das heißt, eine gewaschene Hose kommt für die nicht in Frage, ein Reißverschluss kommt nicht in Frage. Also diese klassische Jeans, wie sie eben in jedem Laden zu kaufen ist, ist für also diese Klientel, die wir gerade bedienen, kein Thema. Die wollen eben wirklich eine Hose von Momotaro, von Samurai Jeans, von Levi's Vintage, von Blaumann, von Pike Brothers. Das heißt, sie wollen die ungewaschene Raw Denim mit Salvage. Ist ein relativ kleiner Markt und Christian und ich sind eigentlich bestrebt, nicht mehr für die Industrie zu arbeiten. Wir wollen eigentlich nur noch für Blaumann arbeiten. Das heißt, wir wollen vom Blaumann leben, was momentan noch sehr schwierig ist. Das heißt, wir arbeiten nach wie vor in unseren Hauptshops immer noch auch Industrie. Beratung, sind immer noch weltweit unterwegs und wir haben gesagt, okay, wir brauchen ein gewisses Volumen an Hosen, die wir im Jahr verkaufen, produzieren und dieses Volumen können wir in Deutschland nicht produzieren, A, weil eben diese Klientel für diesen Raw Denim recht eng ist in Deutschland, also sehr viele Kunden sagen, super Idee, made in Germany, finden wir klasse, unterstützen wir, aber eigentlich ist uns die Hose zu hart, zu steif und außerdem wollen wir einen Reißverschluss und keine Knopfleiste. Damit verlieren wir schon mal sehr viele Kunden, weil wir die einfach nicht erreichen. Und das andere, unser größtes Problem ist, wenn wir denn wachsen würden, könnten wir es nicht produzieren. Weil in Deutschland ist es, ich habe es eben schon erklärt, wir haben damals, als ich beim Mustang gearbeitet habe, in der Spitze 8000 Mustang-Jeans am Tag in Deutschland konfektioniert. Und das ist eine Menge, die wir in Deutschland heute im Jahr fast nicht schaffen. Das heißt, da müssen wir uns wirklich strecken. Also von einer Tagesproduktion einer einzigen Firma im Schwäbischen hin zu einer Jahresproduktion von jetzt noch 8000 oder 9000 Hosen im Jahr in ganz Deutschland, wenn man alle Nähmaschinen zusammenkratzt und alle Leute, die es nähen würden, da sind wir innerhalb von 20 Jahren gelandet. Und unser Problem ist jetzt, sobald wir mehr Aufträge bekommen, können wir es nicht mehr bedienen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind gedeckelt momentan, wir haben niemanden, der sagt, ich baue euch jetzt die tolle Jeans-Näherei auf und wir machen das zusammen und dann können wir auch skalieren nach oben und wir machen statt der Summe X, die ihr im Jahr im Moment produziert, machen wir zweimal X oder dreimal X, wenn ihr es verkaufen könnt. Haben wir im Moment nicht, wir sind gedeckelt. Wir haben also die Gläser an der Decke erreicht, wir können im Moment nicht mehr Hosen produzieren. Das Wachstum, wie gesagt, bräuchten wir, damit wir nicht mehr für die Industrie arbeiten. Und das nächste Problem ist eben dieser sehr, sehr enge Kundenkreis, der sagt, ungewaschen, raw, Knopfleiste, alles andere akzeptiere ich nicht. Es gibt halt sehr viele Jungs draußen, die sagen, Hosen sind prima, aber ich hätte sie gerne vorgewaschen. Ich will die nicht 2 Jahre eintragen, bis sie schöne Spuren hat. Und ich will ein bisschen bequemer und ich will bitte auch einen Reißverschluss. Und das ist eine sehr große, breite Kundenschicht.
Und da haben wir gesagt, okay, probieren wir. Wir können es aber nicht in Deutschland machen, weil in Deutschland wird nicht mehr gewaschen. Es gibt in Deutschland keine industrielle Wäscherei. Und in Italien gibt es nach wie vor eine sehr starke Jeanskultur und da wird super ökologisch gewaschen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit einer Weberei in Italien zusammen, mit einer Konfektion in Italien, alles in Norditalien, alles im Dunstkreis von Italien, in Richtung Bergamo und Padova. Das heißt, alles Norditalien und da produzieren wir unsere Concept-Jeans zu 100%. Das heißt, also wir haben noch kürzere Wege als mit Classic, weil wir eben den Weg von Japan nach Deutschland mit dem Stoff nicht haben. Wir sind also wirklich ganz eng im Norden Italiens und sind da in der Lage, eine ökologische Jeans zu bauen, die, obwohl sie gewaschen ist, weil waschen ist eigentlich das wirklich ökologische Sauferkel-Thema. In dem Moment, wo Wasser verbraucht wird und Chemie eingesetzt wird, hat man immer ein Nachhaltigkeitsproblem in der Argumentationskette, aber eben auch im Nachweis. Das heißt, sobald Chemie eingesetzt wird, um Farbe, die drauf ist, wieder runterzuholen, bin ich eigentlich eine Umweltsau, weil es ist ja nicht nötig, die Farbe, die drauf ist, geht ja von alleine durchs Tragen runter. Was wir jetzt machen, ist, wir arbeiten in Italien ökologisch, das heißt, es wird über Laser werden Tragespuren reingemacht, es wird eben wirklich über eine Kläranlage, das bisschen, was an Wasser eingesetzt wird, wird komplett neutralisiert. Es wird wirklich so geklärt, dass das Wasser wieder sauber ist, bevor es in den Kreislauf reingeht. Das heißt, wir haben jetzt den Kompromiss, dass wir waschen, weil es gibt einen Markt für gewaschene Jeans, weil es gibt viel zu viele Kunden, die sagen, wunderschöne Idee, aber ungewaschen ziehe ich nicht an, ist mir zu unbequem, ist mir zu steif, ist mir zu hart. Und deshalb sind wir jetzt den Kompromiss eingegangen mit Konzept, dass wir sagen, wir waschen, aber ökologisch einwandfrei. Wir haben minimale Stretchanteile, das heißt, der Zeitgeist will heute bequeme Hosen, das heißt, sie muss Elastan haben. Und wir sind den dritten Kompromiss eingegangen, dass wir eben statt der Knopfleiste, die bei Classic verbindlich ist, die müssen wir haben, eben bei Concept nicht ist, da haben wir einen Reißverschluss. Also für die reinen Blaumann-Classic-Fans ist es natürlich ein dreifacher Tabubruch. Waschen, Stretch und Reißverschluss. Das heißt, wir werden das super sauber trennen, dass also die eine Linie die andere in keinster Weise berührt, weil wenn wir das vermischen, haben wir ein Sellout-Problem, dann kriegen wir den Vorwurf, dass wir jetzt auf einmal statt Hardcore-Popmusik machen und das geht nicht. Das heißt, wir trennen es sauber, weil wir streben im Endeffekt auch eine zweite Kundenschicht an. Das eine ist wirklich der wirkliche Classic-Nerd, der genau dieses Thema will, wie wir es in Classic Made in Germany machen. Und das andere ist eben der Kompromiss für den breiter aufgestellten Kunden, der sagt, ich finde die Idee gut, es ist ökologisch, es sind immer noch kurze Wege, das heißt, wir liegen in Italien von der Spinnerei übers Weben, übers Konfektionieren bis hin zum Waschen bei unter 400 Kilometer. Das heißt, bevor die Baumwolle versponnen ist, bis hin zum fertig gewaschenen, etikettierten Teil, knapp 400 Kilometer. Das ist extrem kurz vom Weg her, weil heute wird schon von A nach B normalerweise sind 1000 Kilometer auf der Uhr, bevor irgendwas passiert ist. Also egal, was man sich anguckt, wie heute ein Teil zusammengesetzt wird, das sind immer unendlich viele tausende Kilometer im Spiel. CO2-Footprint etc. Wir liegen bei ungefähr 400 Kilometer. Und dann wird das fertige Teil natürlich in einen LKW gepackt, nach Deutschland in unser Lager gefahren. Aber dann sind es immer noch wenige Kilometer. Und das ist jetzt eben dieses zweite Thema, eine nachhaltige, gewaschene, modische Jeans. Und das andere, Klassik, immer noch die reine Lehre. Und das trennen wir aber sauber, weil es gibt Überschneidungen im Kundenstamm, das heißt, es gibt Leute, die sagen im Sommer ja gerne eine leichtere Hose gewaschen, bequemer mit Stretch. Im Sommer, im Winter dann gerne die 15 Unzen ungewaschen. Die Überschneidungen gibt es. Es gibt Händler, die auch beides führen, so wie auch Casual Couture. Aber es gibt eben auch viele Händler, die sagen, ja, ich nehme ein Konzept sehr gerne, Klassik funktioniert nicht für mich und umgekehrt. Also wir fahren jetzt zweigleisig und gucken mal, wo die Reise hingeht. Das heißt, wir haben das Produkt hier, 15 Unzen. Und wir haben eben das gewaschene Teil und der Unterschied ist halt auch in der Aussage, das sind dieselben Formen, schmal, extra schmal, aber wir haben eben hier die grünen Etiketten, weil es ökologisch ist und wir haben eben hier die klassischen ID-Farben von Blaumann Blau-Weiß, das ist eben die Klassiklinie aus Deutschland. Leicht zu unterscheiden, die Formen sind die gleichen, das heißt, der Kunde, der das kennt, weiß, dass die Hose ihm auch passt, nur eben hier mit dem Benefit gewaschen. Bereits eingetragen. Die hier hat auch ein Selvedge, kommt von Candiani, eine sehr berühmte Firma in der Branche.
die grünste, ökologischste Weberei der Welt, die stehen im Naturschutzgebiet. Wenn die einen Fehler machen, schließen die Behörden den Laden ab, weil die müssen die EU-Standards einhalten. Die haben angefangen vor 80 Jahren, da gab es noch keinen Umweltschutz. Und in den 80 Jahren sind die gewachsen und um sie herum sind immer mehr Regularien eingeführt worden. Und irgendwann standen die mitten im Naturschutzgebiet. Und die italienischen Behörden haben gesagt, Leute, ihr erfüllt jetzt alle Auflagen, die wir haben, auch von der EU, oder wir müssen den Laden abschließen, ihr könnt woanders wieder aufmachen. Und da hat Candiani gesagt, okay, die Herausforderung nehmen wir an, wir werden ökologisch so einwandfrei, dass wir hier bleiben dürfen. Und jetzt ist Candiani, was absurd ist eigentlich, mit einer Färberei in einem Naturschutzgebiet, mit einer Kläranlage, wo hinten am Ende das Wasser rauskommt, wo die Fische drin schwimmen. Das heißt, Candiani ist absolut safe, es ist eine super ökologische Produktion. Man kann den nicht an den Karren fahren, es ist einfach ökologisch einwandfrei. Und dann ist am Ende das Thema Färben auch kein Problem mehr. The greenest mill in the world ist also ihr Trademark-Thema und das sind sie. Also im Denim-Bereich ist Candiani Weltmarktführer, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Gut, und das ist eben eine Candiani-Hose, auch auf einem alten Selvage-Webstuhl gewebt, Selvage rot-weiß. Das ist unser Kuroki. Der Unterschied ist natürlich klar zu erkennen, die muss man eintragen, da muss man arbeiten, die ist fertig konfektioniert eingetragen, da wo eben 99% der Jeans im Handel auch herkommen. Und so kommt eins zum anderen und wird gut angenommen, wie gesagt, ein komplett anderes Thema, nicht für alle Kunden, die Klassik gut finden, finden das gut, aber es gibt viele, die beides akzeptieren. Pflege von Jeans, also das Waschen so lange wie möglich rauszögern, weil das ist schnell erklärt, dadurch, dass eben der Farbstoff sich abreibt über die tägliche Bewegung, eben in den Falten, die entstehen und überall da, wo Falten sind, reibt der Stoff aneinander und dann geht eben da mehr verloren als an Stellen, wo kein Abrieb ist. Das heißt, je länger ich warte, desto mehr High-Lows nennen wir das in der Branche, desto mehr Hoch-Dunkel-Unterschiede habe ich. Und wenn ich dann einmal anfange zu waschen, kommen natürlich diese High-Low-Effekte brutal raus. Das heißt, ich kann nicht nach 3 Monaten waschen. Wenn ich 6 Monate warte, sind diese High-Low-Effekte viel stärker. Wenn ich ein Jahr warte, sind die Effekte noch stärker. Und jetzt gibt es die Sache, irgendwann muss ich waschen, weil irgendwann stinkt die Hose. Dann sollte ich sie auch waschen, weil wenn es zu sozialen Spannungen in der U-Bahn kommt, ist es doof. Und dann, wenn ich denn sage, jetzt muss ich die Hose pflegen bzw. waschen, dann gibt es eine Möglichkeit, die haben wir ausgeschlossen im Pflegeetikett. Das liegt aber daran, dass unglaublich viele Firmen schlecht sind. Ich kann die Hose in eine chemische Reinigung bringen. Dann muss ich aber wirklich sicher sein, dass ich mit dieser Firma schon mal Kontakt hatte und die das richtig machen. Weil ich muss sagen, ich übernehme die Verantwortung. Im Pflegeetikett steht kein chemisch Reinigen drin. Das haben wir ausgeschlossen, weil es eben, wie gesagt, immer wieder Probleme in solchen Firmen gibt. Aber wenn ich diese Firma kenne und ich sage, ich unterschreibe dafür, ich will diese Hose trocken gereinigt haben, dann wird die trocken gereinigt und dann wird die mit Perchloroethylen, mit einem Lösemittel, das auch im Kreislauf funktioniert, das heißt, es landet nicht im Abwasser, es landet nicht im Grundwasser, es landet auch nicht im Boden. Es ist ein Endloskreislauf, es wird gefiltert, wird immer wieder neu benutzt. Perchlor ist sicher, solange die Reinigung sicher ist und das heißt, es funktioniert seit 50 Jahren. Und mit Lösungsmittel Perchlor Trockenreinigung kann ich eine Jeans, die ich ein Jahr lang anhatte, die stinkt wie Sau, wieder auf den Stand bringen, dass sie eben wieder absolut bakterienkeimfrei ist. Der Dreck ist raus. Das Schöne an der Hose ist, sie verliert kein Indigo. Das heißt, die Hose verliert an den Stellen, wo der Abrieb entstanden ist, eben den Dreck. Und die Tragespuren bleiben drin nach der chemischen Reinigung. Aber die Hose verliert keinen zusätzlichen Farbstoff durchs Waschen. Das heißt, meine Hose bleibt länger original. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich eben diesen Schritt mit der chemischen Reinigung meiner Reinigung um die Ecke nicht zutraue, weil es gibt verdammt viele Firmen, die da Murks machen, die nicht gut sind, die zwar so eine Maschine haben, das aber nur annehmen in eine Großbäckerei und das dann weggeben, dann wird irgendwo gereinigt, dann weiß man nicht mehr, was passiert. Dann mache ich es auf links, 30 Grad, Wollwaschgang, so wenig Mechanik wie möglich, so wenig Temperatur wie möglich, Wollwaschmittel rein, dann ist die Hose auch sauber, sie stinkt danach nicht mehr. Nicht trocknen, aufhängen, schleudern geht, nur nicht zu viel, zu schnell, also 800 Touren, kein Problem. Dann hänge ich die Hose auf, fertig. Also je weniger ich wasche, desto weniger Mechanik ich habe, desto mehr Farbe bleibt auf der Hose. Je mehr ich wasche, je härter der Waschgang ist, 40 Grad, 60 Grad, Vorwäsche etc., desto mehr geht natürlich logischerweise an Farbe verloren bei jeder Trommelbewegung. Das will ich nicht.
ich kann eine Hose innerhalb von 3 Wäschen total ruinieren. Dann hat die auf einmal Waschstreifen, sieht krinkelig aus, hat so Spinnenweben, Optiken, also durch Streifen, alles hässlich. Also auf links ziehen, Schonwaschgang, Wollwaschmittel rein, das reicht vollkommen, um die Hose wieder sauber zu machen. Gut, was gibt's Neues? Wir haben jetzt im Programm, das hat Casual Couture sich heute angeguckt, wir haben eine neue Jeans, auch mit Koroki. Das ist Bio-Baumwolle, GOTS-zertifiziert. Das heißt, das ist der nächste Schritt, dass wir jetzt eben nicht nur eine nachhaltige Produktion in Deutschland haben, eben, sondern zusätzlich jetzt auch noch Bio-Baumwolle einsetzen und haben da eben ein Salvage uns von Koroki weben lassen, weil wir jetzt die Menge gekauft haben, dass die unsere Farben auch nehmen. Wir haben jetzt einen grün-blauen Salvage, grün für Öko, für Nachhaltigkeit, weil es eben Bio-Baumwolle ist, und blau, weil es eben unsere Farbe ist, also ein grün-weiß-blauer Salvage. Das ist also jetzt die neue Ware, die wir on top haben. Wir machen jetzt nicht alles mit Bio-Baumwolle, weil es gibt doch nicht unendlich viel Bio-Baumwolle. Also deshalb ist es immer so eine Sache, wenn irgendwo auf einmal Bio-Baumwolle beim Discounter ist, muss man sich immer fragen, wo kommt die her? Bei Koroki ist es sicher, dass die Mengen, die sie verkaufen, definitiv auch Bio-Baumwolle zertifiziert sind. Das ist also das eine Thema, was wir machen. Kollaborationen. Haben wir im Moment eine Geschichte laufen. Wir machen eine Kleinserie von 50 Paar Schuhen mit der ältesten Schuhmanufaktur in Deutschland, in Schwarzenbach an der Saale in Bayern, von 1783. So lange machen die schon Schuhe. Und da machen wir jetzt eine doppelzwiegenähte Boot-Serie mit eben Details, die wir eben als Blaumann mit drin haben wollen. Das heißt so eine Salvage-Schlaufe etc. Das sind also Schuhe von Blaumann. Das geht in eine Red Wing-Richtung, also das ist weit weg von einem Sneaker. Und das ist eine Kooperation, wie gesagt, das ist die älteste Schuhmanufaktur Deutschlands, und wo wir auch dran sind, wo wir auch eigentlich immer suchen, wir würden gerne mehr mit irgendeiner Bar machen oder mit Barbern, das heißt, dass wir mit denen zusammen Schürzen machen, wo man eben mit einer Schürze, einer Denim-Schürze gut angezogen ist, weil man eben als Barber oder als Barmann eben auch eine Schürze brauchen kann. Wir suchen also eigentlich auch neue Kooperationen mit Produkten, die wir im Moment gar nicht machen. Also wir haben jetzt mit einer Schürze angefangen, die mal zu produzieren, und versuchen eben, ob wir da Leute finden, ob die Spaß dran haben, sowas dann eben in der Bar anzuziehen oder eben beim Friseur. Solche Geschichten überlegen wir uns gerade. Wir würden auch gerne eine Kooperation machen mit Hotels, also dass wir vielleicht die Belegschaft ausstatten, die eben auch an der Rezeption stehen, mit einer Denim-Weste und einer vernünftigen Jeans mit Salvage-Turn-Up. Und da wäre die nächste Frage eben, wir haben auch schon überlegt, was für die Damen zu machen. Wir haben auch schon eine Damen-Jeans aufgelegt. Das Problem bei Damenformen ist halt, bei Männern, wir haben jetzt 4 Formen, wir bräuchten eigentlich nur 3. Funktioniert, die Männer sind relativ entspannt zu bedienen. Wir haben eine Damenform, wir bräuchten eigentlich 20. Und das ist ein bisschen das Problem, man kann das Damensegment nicht so leicht abbilden und bedienen wie das Herrensegment. Deshalb tun wir uns da gerade ein bisschen schwer. Wir haben eine Damenform, haben wir auch verkauft. Es gibt Frauen, die sehr gut anziehen können, die gut darin aussehen. Aber es gibt eben zu viele Parameter bei Frauen, deshalb sind wir da immer noch sehr am Stocken. Hohe Leibhöhe, niedrige Leibhöhe. Weiterer Schlag unten. Es gibt zu viele modische Varianten bei Damenjeans, die wir mit unserem Produkt so nicht abbilden können. Deshalb tun wir es momentan auch sehr schwer mit dem Damensegment. Aber wir haben es zumindest mal mit einer Form angefangen und haben auch schon welche verkauft. Aber das ist also ganz klar nicht unsere Kernkompetenz. Das war noch das. Also was mein Lieblingsverein, ich bin kein richtiger Fußball-Nerd. Ich war glühender BVB-Fan, als Klopp noch Trainer war. Und jetzt bin ich eigentlich mit Klopp gewechselt. Das heißt, Bundesliga interessiert mich überhaupt nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Also Bundesliga, Bayern haben es mir ein bisschen versaut, interessiert mich nicht mehr. Also ich gucke Bundesliga gar nicht mehr. Das liegt aber echt daran, dass ich eher so der Trainer-Fan in dem Fall bin. BVB finde ich immer noch gut, bin ich eher hinterher, ich komme ja aus der Ecke. Aber ich bin nicht mehr wirklich hinterher, wenn es um Bundesliga geht. Langweilt mich.